Hallo und herzlich willkommen zu Perfect World International Descent. Ja, ich fange mal an, ein MMORPG zu Let's Playen. Das könnte dann natürlich sehr weitreich sein, wieso ich mich dafür entschlossen habe. Weil ich das Spiel eigentlich mag, ich finde es ganz relativ süß gestaltet. Es ist ganz schön, es ist umsonst zu spielen. Internetseite werdet ihr unter dem Video sehen. Ja, und ich denke mal, wir fangen mal an und deswegen logge ich mich eben ein. Sekunde. So, da sind wir auch schon in meinem Account. Hier sehen wir einen meiner älteren Charaktere. Aber für dieses Let's Play werde ich mir einen neuen erstellen, wodurch wir auch noch einmal die Klassen und die Rassen, nee, andersrum, die Rassen und die Klassen durchgehen können. Wir fangen einfach mal an, kategorisch an mit dem Erdwächter. Dafür finden sich hier Informationen, dann einmal für die Klasse hier Informationen und welche Waffe die Klasse benutzen kann. Erdwächter. Eine von den Göttern erschaffene geheimnisvolle Rasse. Jeder Erdwächter trägt ein Relikt auf der Stirn, das Böses erkennen kann. Sie können das kommende Chaos nicht ignorieren, so sind die Erdwächter angehalten, um die Gerechtigkeit zu wahren. Ja, das ist die Geschichte von den Erdwächtern. Der Sucher, also wir sind gerade hier in der Klasse der Sucher, das sieht man hier auch. Da kann man auch zwischen männlich und weiblich einmal wechseln. So sieht der weibliche Teil aus und der männliche, bleiben wir beim weiblichen. Emanzipation und dergleichen. So, der Sucher ist ein ergebener Verteidiger seines eigenen Landes. Sie besitzen große Ausdauer und kombinieren Metallzauber mit kriegerischen Fähigkeiten, was dazu führt, dass sie Meister von Nahkampf und Fernkampf werden. Also dadurch sieht man ja schon, dass es ein Nahkampf- und Fernkampf-Typ ist, aber halt auch physischen Schaden verursacht. So, dann gibt es hier einmal die Mystiker. Ach, ich habe die Waffe vergessen. Die Waffe für Sucher ist natürlich das Schwert. Warum natürlich? Keine Ahnung. So, die magische Klasse der Erdwächter sind die Mystiker. Ja, die Mystiker Die Mystiker versuchen den Nahkampf zu meiden und folgen der Philosophie, die natürliche Welt zu schützen. Dafür verwenden Mystiker Holzmagie, beschwören die Reinheit des Steins und heilen die Wunden ihrer Kameraden. Also sagt er, Nahkampf ist ganz schlecht für sie und benutzt Holzmagie. Und ja, Yuki, findest du auch toll, Holzmagie. Das sind übrigens meine zwei Nymphensittiche, Piet und Yuki. Die werden uns stetig begleiten. Solange Piet nicht schon wieder einen Balzanfall bekommt, ist das auch alles noch okay. So, und wo war ich genau? Und Mystiker sind eine der Klassen, die auch heilen können. Davon gibt es natürlich auch männlich und weiblich. Und ich weiß, das sieht im Hintergrund nervt extrem. Ja, dann gehen wir die nächste Rasse mal durch. Die nächste Rasse ist der Mensch. Die Menschen sind gesellig und eine Großzahl arbeitet als Händler oder Diplomaten. Doch wird von ihnen eine Waffe zur Hand nimmt. Hä? Also man sieht dadurch, das Spiel war ja eigentlich, ist ja eigentlich auf Englisch gewesen. Jetzt haben sie das letztes Jahr, glaube ich, auf Deutsch rausgebracht und dort sind noch sehr viele Tippfehler. Also. Doch wird von ihnen eine Waffe zu Hand nimmt, steht anderen nichts nach. So flexibel wie sie sind, passen sie sich schnell neuen Situationen an. Okay. Bei Menschen gibt es zwei verschiedene Klassen. Das ist einmal Champion und einmal Zauberer. Ja, Champion ist Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit. Oh, das Lied geht gerade leise. Das ist gut, das muss ich jetzt ausnutzen. Gerechtigkeit, Tapferkeit und ausgezeichnete Kampffähigkeit sind die Stärken eines Champions. Auf den Nahkampf spezialisiert muss der Champion auch seine innere Energie, Ki genannt, beherrschen und nutzen zu wissen, um die vernichtenden Angriffe auszuführen. Also wie gesagt, es kommen hier noch sämtliche Tippfehler mit rein. So, die Waffen von einem Champion sind Klingenschwerter, Streitwaffen, Äxte, Hämmer, Fäuste und so weiter. Was auch immer und so weiter sein möge. Aber wenigstens hat das Lied aufgehört und es ist nicht auf Repeat gesetzt. So, davon gibt es dann noch einmal natürlich auch eine weibliche Pendant zu. Und der Zauberer gibt es auch nochmal ein männlich und einmal ein weiblich. Natürlich Zauberer direkt weiße Haare.
Entschuldigung. Zauberer. Voller Begeisterung und Leidenschaft verkörpern Zauberer das Prinzip, Angriff ist die beste Verteidigung. Sie machen sich die Elemente von Wasser, Feuer und Erde zu eigen, um Feinde auszumerzen. Zauberer haben großartiges Schadenpotenzial, jedoch nicht viel Verteidigung. Deshalb tun sie ihr Möglichstes, ihre Feinde auf Abstand zu halten. Man sieht, die Magier sind eher Fernkämpfer. Natürlich sind Magier Fernkämpfer. Das macht ja nur Sinn. So, und die Waffen von einem Zauberer sind